Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Viele fragen uns ja nach Somo und heute gibt es endlich das nächste Review. Heute geht es um den Ki-Lem, also Kiwi und Lemon. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. So, da sind wir wieder mit dem Kiwi Lemon von Somo. Ja, damit hätten wir auf jeden Fall schon geklärt, was drin sein soll. Preislich liegen wir bei 16,90 € für die 200 Gramm. Wir blenden euch mal den Kopfbau ein. Wie ihr seht, im Oblako Funnel, ein sehr, sehr schöner Funnel meiner Meinung nach, passt natürlich perfekt zu dem Somo, weil gerade die etwas dunkleren Somos, ne, ihr wisst ja, da ist ein bisschen Burly mit bei, baue ich sehr, sehr gerne im Oblako. Zu dem Kopfbau ist noch zu sagen, dass ich in dem Funnel dann auf jeden Fall deutlich andrücke. Ich gucke, dass überall ordentlich Tabak ist und dann packen wir den Aufsatz vom Z218 oben drauf und mit zwei bzw. dann gegen Ende oder gegen Mitte packen wir noch die dritte Kohle mit rein und so läuft das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ja, kein Drücken, kein Kratzen, auf jeden Fall wunderbar. Schnitt und Feuchtigkeit gehen klar, er ist relativ fein geschnitten, was aber gerade zum Andrücken im Funnel auf jeden Fall mega von Vorteil ist. Feuchtigkeit ist ziemlich gut, sehr, sehr gut aufgenommen, die Molasse. Von daher auf jeden Fall alles top. Ja, ich würde sagen, ne, Wolken angucken bei mir, Geruch gleich bei Warren. Das Erste, das mir wirklich in die Nase steigt, ist wirklich diese brutale Kiwi-Note. Also ich liebe Kiwi-Tabak sowieso. Also ich kann davon einfach nicht genug kriegen. Hatte auch schon einige andere Sorten und war immer aufs Neue begeistert von dieser Kiwi-Note. Die hier ist auch genau wieder on point, also es ist wirklich eine sehr leckere Kiwi, gepaart jetzt diesmal mit einer Limette. Diese frische Limettennote ist auf jeden Fall auch im Paket mit drin, jedoch für mich überwiegt diese Kiwi-Note. Ja, es ist so eine frische Limettennote dabei, aber es ist trotzdem, diese Kiwi ist einfach so enorm stark, dass für mich die Kiwi-Note ein bisschen im Hintergrund ist. Ich gebe mir einen Schlauch ab. Er heißt ja Kiwi Lemon und Lemon ist eigentlich im Englischen Zitrone. Ich finde aber auch eher, dass er eher was von Limette hat, weil es irgendwie dieses, ja, es ist einfach eher Limette. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber eigentlich, wie gesagt, Lemon Zitrone. Wir haben jetzt keine Rücksprache mit Somo gehalten, ob das jetzt wirklich Zitrone oder Limette ist, aber ich würde sagen, das riecht auf jeden Fall eher nach einer Limette, die aber extrem im Hintergrund ist, weil, wie du schon gesagt hast, die Kiwi ist auf jeden Fall brutal im Vordergrund. Ich bin nicht der größte Kiwi-Fan allgemein, ne? Also Warren muss mich immer schon überreden, mal irgendwie was mit Kiwi zu rauchen, zum Beispiel VIP Delicious hast du ja absolut gefeiert. Für mich war der nicht wirklich was, weil eben starke Kiwi-Note. Aber bei dem ist die auf jeden Fall nicht störend, ich finde die Kiwi-Note ist ziemlich gut getroffen, für eine Shisha-Kiwi sogar relativ natürlich und gefällt mir eigentlich gut. Ja? Also ja, ich mache direkt weiter mit dem Geschmack. Da finde ich, ist nämlich die Limette so ein bisschen mehr im Vordergrund als im Geruch. Nicht ja. Im Vordergrund vor der Kiwi. Die Kiwi überwiegt auf jeden Fall immer noch. Aber die Limette ist auf jeden Fall deutlich krasser am Start als im Geruch. Was ich ziemlich geil finde, weil ein bisschen mehr Limette bei ist für mich auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, genau das, was du schon angesprochen hast, ist eben der Fall. Also die Limettennote ist auf jeden Fall beim Rauchen stärker drin. Trotzdem weiterhin, die Kiwi bleibt einfach präsenter als die Limettennote, weil sie einfach so übertrieben ist. Also das ist schon, also nicht übertrieben im negativen Sinne, aber diese Kiwi-Note übersteigt einfach die Limette trotzdem. Ja. Für mich ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr gelungener Tabak. Es ist sehr gut umgesetzt. Die Mischung könnte eventuell noch ein bisschen mehr Limette sein. Findest du? Ich hätte sogar jetzt gedacht, dass du sagst, nee, Alter, lieber mehr Kiwi. Nee. Ich finde eigentlich, die sollten eher so auf 50-50 spielen, weil dann hätte man diese schöne Frische von der Limette und trotzdem noch diese Süße von der Kiwi. Und da die Limette aber trotzdem weiterhin noch ein bisschen im Hintergrund ist, würde ich so sagen, so 60-40, vielleicht ja. 65-35. Ja, 65, da würde ich mich anschließen. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall ein sehr gelungener Tabak, deshalb gebe ich dem Ganzen die 9 Sterne, weil ich finde, es ist einfach, lässt sich angenehm rauchen, könnte ich mir vorstellen, auch öfter zu rauchen. Ich meine, die Dose ist auch bald schon wieder leer. Und ja, die werde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen, weil es einfach trotzdem sehr lecker ist. Ja, finde ich auch. Dadurch, dass es aber irgendwo Kiwi ist und mir Kiwi nicht so gut schmeckt, würde ich ihm eigentlich lieber die 7 Sterne für mich persönlich geben. Da ich aber sagen muss, es ist ein guter Kiwi-Tabak und
ich versuche den einfach mal neutral zu bewerten, würde ich sogar auf die 8 hochgehen. Ich hätte mir nämlich auch gewünscht, wenn es Kiwi und Lemon ist, dass es auch eher in die 50-50-Richtung geht. Deswegen würde ich da einen kleinen Abzug geben. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein sehr solider Tabak. Es gibt wenig Kiwi-Tabaks, die ich überhaupt genüsslich rauchen kann. Und das ist definitiv einer davon. Deswegen schon mal Props an Somo auf jeden Fall. Leute, das soll es dann mit dem Review gewesen sein. Packt uns gerne mal eure Lieblings-Somo-Sorte unten in die Kommentare. Und ansonsten lasst uns noch einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da. Schickt das Video an all eure Freunde, die mal Kiwi-Tabak probieren müssen. Und dann sind wir raus. Bis zum nächsten Video. Eure Shisha-WG. Ciao.